Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich den Douglas Skincare Adventskalender für dich. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Douglas Skincare Adventskalender ist einer von den 4 Würfel-Adventskalendern, den man halt bei Douglas dieses Jahr kaufen kann. Ja, enthält, wie der Name schon sagt, nur Skincare, also nur Gesichtshautpflege. Hautpflege heißt Skincare, genau. Und ja, der kostet auch 29,99 €, wie alle 4 Würfel Adventskalender kosten. Und ja, quadratisch praktisch gut, sage ich mal, ne? Man kann den aber auch wundervoll auseinanderklappen, indem man einfach das Schleifchen öffnet. Hier stehen übrigens alle Produkte mit Inhaltsstoffen und Mengenangaben drin, nur mal so. Und dann muss man oben die Klebeviecher lösen. Wenn man die Klebeviecher gelöst hat, kann man ihn einfach aufklappen und so auch entsprechend die ganze Adventszeit über hinstellen. Ich liebe diese Farbgeschichte. Das ist so schön, dieses Türkise. Ich mag es, wie da einfach diese freudigen, glücklichen Wintermenschen drauf sind, die hier auch einen Tannenbaum haben und irgendwie sieht das alles total schön aus. Also ich mag das Design unheimlich gerne. Ich mag dieses französische Design. Das ist, glaube ich, auch genau das gleiche Design wie bei den anderen Adventskalendern, ne? Also so von der Art her. Und ja, in diesem Video gibt es auch eine Verlosung. Was es zu gewinnen gibt, sage ich im Laufe des Videos. Und was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Dann ja, werden wir dieses wunderschöne Hintergrundbild ein bisschen zerstören, indem wir leider die Kläppchen aufmachen müssen. Das ist immer das Ding bei Kläppchen-Adventskalendern. Es ist so schön, wenn er so da steht, aber im Laufe der Adventszeit wird es einfach furchtbar aussehen. Gut, wir öffnen hier einfach mal die Nummer 1 und die ist schön groß. So viel zur Zerstörung übrigens. Ja, habe ich mit gerechnet, dass sowas auch mit drin ist. Das ist von Douglas Hair True Volume Refreshing Dry Shampoo mit Ingwer und Aloe Vera für feines, flaches Haar mit 50 Millilitern. Das ist ein Trockenshampoo. Ja, ich benutze kein Trockenshampoo. Ich wasche mir jeden Tag die Haare, weil ich es einfach nicht anders haben kann. Schade, der Adventskalender startet demnach nicht ganz so toll für mich. Die Nummer 2 haben wir hier und die ist sehr klein. Ich würde da tatsächlich auf eine Ampulle tippen. Natürlich! Denn Douglas hat auch schöne Ampullen. Das ist die Aquafocus Ampulle. Die kostet, glaube ich, 2 Euro, wenn man die so einzeln kaufen könnte. Weiß ich nicht, ob man das kann. Und die soll entsprechend Feuchtigkeit geben. Das ist immer ganz toll. Ich mag Ampullen. Das kann man so als Serumersatz verwenden. Es gibt auch die Möglichkeit, ich weiß aber nicht, ob die Douglas Ampullen da auch reinpassen, dass man die in so einen Zerstäuber reinmacht. Man kann die aber auch, wenn du mehrere Ampullen nimmst, ne, so in einen Zerstäuber alle reinmachen, dann hast du nämlich nicht immer so was über. Weil ich finde, so eine Ampulle, die reicht ja für mehr als einmal eigentlich, ne? Und wenn du dir das theoretisch in so einen kleinen Pumpzerstäuber machen würdest, wo, keine Ahnung, 50 Milliliter oder so reinpassen, machst dann viele, also nicht verschiedene, sondern wenn du da halt mehrere von hast, einfach mit rein. Und dann kannst du das halt über einen viel längeren Zeitraum verwenden, als es eigentlich vorgesehen ist. Das ist nur ein kleiner Spartipp von meiner Seite. Bei Dalton gibt es extra so Aufsätze für die Ampullen, dass man die Ampullen da so reinklicken kann und dann kannst du das zerstäuben. Habe ich zum Beispiel für Isana-Ampullen auch schon verwendet. Die passen dann nämlich gut rein. Bei Douglas-Ampullen habe ich es ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Werde ich euch aber von berichten, wenn ich irgendwann mal das aufgebraucht habe, also wenn ich die Ampulle aufgebraucht habe, ob sie in den Pumper reingepasst haben. Denn so ein Pumper kostet, glaube ich, 5, 6 Euro oder so den Dreh bei Dalton. Und das ist im Prinzip echt ein Sparprodukt, ne? Du könntest dir damit die Lebensdauer einer Ampulle verdoppeln und dementsprechend den, ne, Wert für dich selber verdoppeln und dann sparst du ja die Hälfte. Das Sinn ergeben, ich weiß es nicht. Okay, die Nummer 3 machen wir jetzt mal auf. Das ist hier. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Das ist ein Schwamm. Okay, ja gut, das macht Sinn. Das ist ein Gesichtsreinigungsschwämmchen. Ja, das ist okay, ne? Das ist halt so ein Schwamm. Ich weiß nicht. Ja, wie halt ein wiederverwendbares Wattepad. Man kann so halt dein Gesicht auch waschen, ne? Du kannst auch deinen Körper damit waschen. Das ist ein bisschen klein dafür, aber das Gesicht schon. Das ist ein gutes Produkt. Ja, Füllprodukt, aber gutes Füllprodukt. 4. So, die haben wir hier und die ist groß. Was bei Douglas Adventskalender nicht unbedingt heißt, dass da ein riesengroßes Produkt drin ist. Es kann auch einfach ein Sachet sein, was zusammengeklappt ist. So wie dieses hier. Ich lass mich nicht mehr veräppeln hier, doch. Das ist die Moisturizing Hydrogel Mask und das ist für die Lippen. Ja,
das ist einfach eine Lippenmaske. Also ich kann euch nur empfehlen, dass wenn ihr euch einen Douglas Adventskalender holen möchtet, dass ihr euch wirklich für einen entscheidet. Denn die Produkte in diesen Adventskalendern doppeln und dreifachen sich ansonsten. Ne? Das ist nur so ein weiterer Tipp von mir am Rande. Mensch, heute bin ich ja echt auf Tipp-Gedönsen unterwegs. Die Nummer 5 haben wir hier und die ist auch wieder so klein. Vielleicht ist da eine Nagelfeile oder so drin. Oh, kriegst du nicht auf. Ey, da habe ich doch letztens noch die Douglas Adventskalender gelobt. Und jetzt kriegst du ihn nicht auf, ne? Unfassbar. Ist eine Ampulle. Und zwar ist das die Age Focus Ampulle. Die ist dann quasi antifaltenmäßig unterwegs. Ist nett. So, dann kommen wir jetzt mal zu Nikolaus. Nikolaus ist immer wichtig, finde ich, weil Santa Claudia und so, ne? Ich finde Nikolaus wirklich wichtig. Gerade in Adventskalender ist es wichtig. Alter, holt euch bitte nur einen Douglas Adventskalender. Die hatte ich jetzt, oder habe ich jetzt schon das dritte Mal drin. Eine habe ich für mich selber behalten, eine ist schon in der Verlosung und die kommt vielleicht jetzt auch noch in der Verlosung. Mega geil, ne? Rose und Arganöl, Handcreme, 30 Milliliter, Entschuldigung, sind hier enthalten. Nett, riecht auch richtig, richtig gut. Arganöl pflegt, Rose beruhigt und duftet schön und pflegt auch. Ist auch von der neuen Douglas-Marke, also nicht eine von den älteren. Haben wir hier fast überwiegend, sehe ich gerade, finde ich ganz cool. Ja, aber es ist halt eine Handcreme. Das ist die obligatorische Handcreme in deinem Adventskalender. Da beschweren wir uns aber dennoch nicht. Die Nummer 7 ist hier geblieben. Ja, das ist ein Lippenpflegestift mit Shea Butter. Auch das ein Full-Size-Produkt oder auch ist gut. Ne? Das ist jetzt das erste richtige Full-Size-Produkt. Ja, braucht man, ne? So, Lippenpflege im Winter, da ist es ja auch kälter. Nicht nur durch die trockene Heizungsluft, sondern allgemein die Luftfeuchtigkeit ist ja niedriger. Deswegen braucht man auch Lippenpflege. Deswegen sinnvoll, dass er mit drin ist. Ist ja auch ein Skincare-Adventskalender. Da braucht man das. Dann suchen wir uns die Nummer 8. Und die soll machen, dass es kracht. Ist klein. Scheint eine Ampulle zu sein. Alter, ich rede hier gerade echt voll in Reimen, Leute. Es tut mir leid. Manchmal kriege ich so einen Flow, ne? Das ist die Clear Focus Ampulle. Das ist auch eine ganz coole Geschichte. Leute, bei den ganzen Ampullen, die ich jetzt auch hier so in den Adventskalendern drin habe, bietet es sich fast schon an, dass ich einen eigenen Ampullen-Adventskalender mache. Ich mache ja schon einen Parfüm-Adventskalender für euch. Vielleicht mache ich auch einen kompletten Ampullen-Adventskalender, gemischt aus vielen verschiedenen Ampullen. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr das cool finden würdet, ob euch das interessieren würde. Ja, ne? Bin da offen für Wünsche und Kritiken. Ja. 9 haben wir hier. Das ist in so einer Tubenform. Nein, eigentlich ein gutes Produkt, aber ich habe es jetzt vor 5 Minuten, nein, nicht vor 5, vor ein paar Minuten schon ausgepackt aus einem anderen Adventskalender. Douglas Home Spa Lemon and Jasmin. Das ist eine Energizing Body Lotion mit 10 Millilitern. Ich liebe Jasmin. Limone mag ich gar nicht. 10 Milliliter ist eine winzig kleine Größe. Douglas Home Spa soll ein Dupe sein zu Rituals tatsächlich. Ja, ne? Es ist da. Es ist okay. Es ist okay. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Ui, ich bin schon bei der 10, Leute. Und das ist hier oben. Und das ist so... Junge, löst sich das einfach schon, ne? Es ist so klein und rund. Wusste es. Na, soll ich auch ein Telefonkabel Haargummi Adventskalender machen? 24 Haargummis? Nein. Warum eigentlich nicht? Die sind doch super. Ja, ich verwende sie. Wirklich, aber irgendwann reicht es auch. Ja. 11. Das ist wahrscheinlich auch eine Ampulle, weil das so klein ist. Oder? Ja. Oh, das finde ich aber ganz cool, denn hier hast du dann wirklich einmal das komplette Ampullensortiment mehr oder weniger von Douglas mit drin. Das ist der Sensitive Focus. Das heißt, es ist für sensible Haut, es soll beruhigen. Habe ich letztes Jahr auch schon drin gehabt. Und das hat mir auch gut gefallen. Ich glaube, die waren aber ein bisschen öliger als die anderen. Das muss ich nochmal gucken. Es sei denn, ich mache einen Parfüm-Adventskalender, einen Ampullen-Adventskalender, dann ist sie weg. So, die Nummer 12 haben wir hier. Das ist die Halbzeit. Halbzeit ist mir persönlich eigentlich auch immer wichtig, aber ich glaube, hier ist ein Badefisser oder sowas drin. Ja. Ist theoretisch ganz geil, aber praktisch habe ich keine Badewanne. Kann man sich in ein Fußbad machen, aber da mache ich lieber andere Sachen rein. Riecht unfassbar gut, ne? Das ist auch wieder dieses Hammam. Das riecht wirklich toll. Das passt auch wirklich zu dieser Handcreme. Ne? Eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ne? Ne? Ne?
nicht ausrasten hier. Ich beschwere mich auch nicht. Eine Badetablette in einem Spa- oder Skincare-Adventskalender ist auch okay, finde ich. Aber in der 12 finde ich doof. So, die 13 haben wir hier. Das ist rund. Ah, das ist bestimmt so eine Maske, ne? Instant Radiance Mask. Das ist eine Maske für strahlenschönen Teint mit 12 Millilitern. Genau, das gibt dir entsprechend Glow und das kann man gut gebrauchen. Die 12 Milliliter, die da drin sind, die brauchst du safe nicht für eine Anwendung. Da empfehle ich dir, entweder über dieses Pöttchen nochmal irgendwie so eine Folie drüber zu machen oder eine Alufolie oder sonst irgendwas, was du halt da hast. Oder dir das halt schon im Vorfeld irgendwie umzufüllen. Da gibt es ja auch so kleine Cremepöttchen. Ich habe so kleine Reisecremepöttchen. Ich denke, wenn ich sowas in einen Adventskalender für Freunde und Familie reinmache, werde ich auch noch zusätzlich so ein Pöttchen mit reinpacken, weil ganz ehrlich, es ist irgendwie ganz nett, wenn du halt so viel Maskenprodukt hast, aber du brauchst es halt nicht in einer Anwendung auf und dann ist es schade, wenn du das irgendwie eine Woche später machst und das Ding dann irgendwie gekippt ist oder eingetrocknet ist oder so. Deswegen, ne, finde ich das ganz nett und auch wenn ich euch das in einen Adventskalender packe, dann wird da auch so ein kleines Pöttchen wahrscheinlich mit dabei sein. Ich versuche dran zu denken, weil das würde Sinn ergeben, ne? Das war die 13, dann gehen wir jetzt mal zu der Nummer 14. Die ist hier in der Mitte und die ist wirklich groß, in so einer großen Tubenform. Ich hoffe nicht die zweite Handcreme. Doch. Cita Lasso, Enjoy the Power of the Sea, Bergamotte und Seesalz-Mineralien-Handcreme mit 30 Millilitern. Ja, eine Handcreme pro Adventskalender finde ich okay, eine zweite finde ich jetzt nicht so geil. Ja, komm, ne? Riecht sehr angenehm, sehr aquatisch, riecht ganz schön. Ist okay. Aber ich brauche keine zwei Handcremes in Adventskalendern. So, die Nummer 15 ist wieder eine Ampulle wahrscheinlich. Oh, meine Nägel. Gut, dass ich sie heute nicht neu gemacht habe, denn das wäre nicht gut gegangen. Wieder eine Ampulle und zwar Nutrifocus. Das versorgt deine Haut, das ist die ölige gewesen, die fand ich ein bisschen schwierig, mit jo, Feuchtigkeit und so weiter. Ne? Das ist, ja, nährt die Haut. Hungrige Haut. Das waren die 15 schon. Und dann gehen wir jetzt mal zu der Nummer 16. Die haben wir hier. Ah ja. Hier haben wir jetzt mal wirklich ein Skincare-Produkt und zwar Make-up Removing Gentle B-Face. Face, Lips and Eyes und das sind 30 Milliliter und das ist auch erfreulicherweise von der aktuellen Douglas Logo, Marke, um das mal so zu sagen. Finde ich ganz gut, dass es halt nicht diese Schreibschrift ist, sondern halt diese Blockschrift. Ne? Daran erkennst du halt, ob es neue oder alte Produkte sind. Die alten Produkte, die halt mit dieser Schreibschrift drin sind, die findest du teilweise nicht mal mehr auf der Homepage. Das ist ein bisschen schade. Ja, das war die 16. Dann gehen wir jetzt mal zur 17. Die haben wir hier. Die ist auch wieder so rund. Das wird dann auch wahrscheinlich wieder so eine Maske oder sowas sein. Ja, das ist eine beruhigende Maske mit 12 Milliliter. Eine Entspannungsmaske steht hier drauf. Ja, ich mag ja gerne Gesichtsmasken, ne? Eine echt coole Nummer. Voll mein Ding. So, die Nummer 18. Hä? Da. Unter meinem Daumen. Unfassbar. Okay, hier haben wir jetzt nochmal einen Badefisser. Aber ganz cool finde ich, dass wir hier so die unterschiedlichen Duftrichtungen von Douglas Home Spa bekommen. Das ist Harmony of Ayurveda. Das ist, ja, Ayurveda. Das hört sich allein von den Namen her schon total nach Rituals an, oder? Riecht fast, riecht so ein bisschen wie Ritual Happy Buddha. So riecht das. Sieht ja orange aus, ne? Macht ja auch Sinn. So ein bisschen nach Orange. Ja, ist okay. Wie gesagt, keine Badewanne, aber ich kann es weiter verschenken. Da habe ich ja keinen Last mit. Oder halt in die Verlosung geben, Leute. Ne? Hier haben wir die Nummer 19 und die ist wieder rund. Das wird dann auch wieder eine Maske sein. Ich vermisse ehrlich gesagt so ein bisschen Gesichtscremes oder sowas. Das ist hier irgendwie nicht so vertreten. Ne? Und das sind die teuren Sachen von denen. Steckt fest. Das sind auch wieder 12 Milliliter. Das ist die Purifying Mask. Das ist eine reinigende Maske. Das ist auch ganz gut. Reinigt dir dein Gesicht, reinigt die Poren und klärt die Haut. Das finde ich gut. Jo, haben wir schon die dritte Maske. Die kommen jetzt sehr, 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 sehr nah aufeinander. Das ist schlecht verteilt, ne? Das
Mecker, 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 Claudi. Kannst du mal was Positives sagen? Wir sind im 20er-Bereich. Der 20er-Bereich ist leider leer. Ich glaube, das ist runtergerutscht zu 21. Sehr gut, dass wir da jetzt direkt zu kommen. Dürften dann ja zwei Sachen drin sein. Hä? Das hätte doch niemals in den 20er reingepasst. Interessant. Okay. Das ist wahrscheinlich die 20. Aquafokus, das sind halt Augenpatches. Finde ich ganz gut. Aber wie gesagt, wir kommen jetzt so zum Ende des Adventskalenders hin. Sehr, sehr stark in diese Maskengeschichte. Das hätte man besser aufteilen können. Meine Meinung. Naja, aber das ist ganz nett. Das sind halt feuchtigkeitsspendende untere Augenpatches. Und ich meine, als ich die verwendet habe, dass sie mir auch sehr gut gefallen haben, weil das halt so Biozellulose ist, hat sich sehr schön angeschmiegt und war ganz angenehm. So, und in der Nummer 21 ist dann eine Haarmaske drin. Und die hatte ich auch schon mal, da habe ich auch schon in einem anderen Adventskalender eine für mich behalten. Das ist die Protein Repair Intensive Mask mit Mandel und Shea Butter. Das muss nur 3 Minuten drin bleiben und die 20 Milliliter reichen bei mir für 1 bis 2 Anwendungen. Ich gebe das ja so ab Ohr in meine Längen rein und ich habe ja lange Haare. Das soll nähren und reparieren und finde ich eigentlich ganz cool. Ne? Das gehört hier auch auf jeden Fall mit rein. 20 Milliliter ist auch okay. Ne? Ja, schöner wäre es gewesen in Tubenform oder so, weil nicht jeder hat halt so lange Zotteln und dann hast du das für eine Anwendung. Dann steht es halt wieder offen rum und das finde ich schade. Also da besser so ein kleines Tübchen. Ich meine, die haben doch so kleine Tübchen. Einfach rein da. Passt schon. So, das war die 21. Kommen wir zur nächsten Schnapszahl, die Nummer 22. Und hier scheinen wir wieder eine Ampulle zu bekommen. Das ist Perfect Focus. Oh, das ist mit Schimmer. Ich schüttel mal. Hallo. Hallo. Na, löst sich nicht ganz auf, aber da sind Glitzerpartikel drin oder Schimmerpartikel. Die sollte man dann am besten morgens verwenden, ne? Weil du dann quasi so eine Art Primer-Ersatz halt drauf hast und dann hast du schon Glow im Gesicht. Das ist ganz nett. Das kann man machen. So, die 23 ist der Tag vor Heiligabend. Und die haben wir hier. Und das ist so eine schöne große Tube. Da können die doch echt mal eine Gesichtscreme reinmachen, oder? Fände ich jetzt ganz nett. Natürlich kann man sich auch bei Homepage durchlesen, was drin ist, aber ich will mich ja nicht spoilern lassen, sagte sie und öffnete hier Adventskalender nacheinander. Nein. Die dritte Handcreme, Hand Beauty Hydration, 20 Milliliter sind hier enthalten. Nee, das ist mir zu viel. Also die habe ich zwar aus einem anderen Adventskalender schon behalten, aber 3 muss nicht sein. Und in der 24, die wirklich klein ist, haben wir was drin? Eine Kerze. Das ist schön. Ja, die ist hübsch. Die hatte ich auch schon woanders schon mal drin. Mystery of Hammam. Die riecht auch sehr, sehr angenehm. Das ist so eine kleine Kerze, so eine Teelichtgrößenkerze, sag ich mal. Das ist aber eine schöne 24. Das gefällt mir, ne? So, Adventskalender. Hat mir nicht gefallen. Nein, hat mir echt nicht gefallen. Also ich finde, dass man sich hier tatsächlich besser den Beauty-Adventskalender holen kann oder sogar den Luxury. Aber wenn du halt gleich im Preissegment bleiben möchtest, dann auf jeden Fall den Beauty-Adventskalender, weil da sind fast die gleichen Produkte drin und dann noch ein bisschen dekorative Kosmetik, only so to say. Ja, ich weiß nicht. Also ich bin hiervon jetzt so nicht so angetan, bin ich ehrlich, ne? So, jetzt suche ich dir mal eben die Produkte raus, die du in diesem Video gewinnen kannst. 5 Produkte habe ich mir rausgesucht. Ich habe einmal das Trockenshampoo, dann diese Handcreme, dann die Purifying Face Mask, Jakob, ne, ein Invisibobble-Nachmache-Gedönsen und die Haarmaske habe ich euch auch noch mit reingepackt. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Jo. Schreib mir gerne deine Meinung zu diesem Adventskalender unten in die Kommentare rein. Fände ich auch mal sehr interessant. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2020. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!